Paul Karrer, ein Schweizer Chemiker, widmete sich dem Retinol in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wobei die Entdeckung des Wirkstoffs dem amerikanischen Biochemiker Elmer McCollum vor rund 100 Jahren zuzuschreiben ist. Paul Karrer widmete sich den Forschungen so umfassend und erfolgreich, dass er sogar 1937 den Nobelpreis dafür bekam. Seit den 70er Jahren wird Retinol in der Kosmetik eingesetzt und das mit wachsendem Erfolg. In der kosmetischen Faltenbekämpfung gilt er seitdem als elitärer Standard. Alle heute neu entdeckten Anti-Aging-Wirkstoffe werden an ihm gemessen.